Hallöchen, meine lieben Filzfussel, ich bin's, eure Fussel. Ja, ich habe einen tollen Trigonschlag bekommen von der lieben Petra. Der ist so groß, dass ich euch das gar nicht richtig hier so zeigen kann. Aber das möchte ich euch trotzdem zeigen, wie schön sie den gestaltet hat. Richtig, richtig toll. Und ich mache den mal eben auf. Machen wir eben raus. Oh nein. Oh mein Gott. Ich zeige euch, was ich hier gefunden habe drin. Als allererstes grinsten mich diese wunderbaren schönen Papiere an. Oh, goldgrüne Libelle. Dann hat sie das hier so zugeklebt. Hier ist ja noch was drin. Ich muss gucken, wie ich es aufkriege. Moment. Sie hat das nämlich so richtig, richtig schön zugeklebt. Ah, das geht ja wunderbar. Das zerreißt ja auch kein Papier. Ich muss das eben aufpröbeln. Ich hoffe, ihr könnt überhaupt was sehen. Oh. So, ich habe es auf. Nein! Guckt euch das mal an! Alter Schwede! Ich muss mal eben runter auf den Boden. Ich kann sonst nicht richtig mich vernünftig. Guckt mal, das ist so Vellumpapier, aber mit Rosen drauf. Habe ich ja noch nie gesehen. Seht ihr das? Oh! Das ist ja mal toll. Das habe ich ja noch nie gesehen. Und hier das passende Papier praktisch dazu in normalem Papier, ne? Wunderschön. Oh mein Gott. Wahnsinn. Danke, liebe Petra. Da freue ich mich ja drüber. Das kommt natürlich mit in meine Bücher, ist ja klar. Nein! Guckt, oh mein Gott, Petra, du bist verrückt. Ehrlich, guck mal. Das ist ein Briefumschlag. Passend zu dem Papier. Ich flipp aus, Leute. Und eine Karte. Eine richtige Karte praktisch. Ja, ich zeig's mal eben richtig. Seht ihr das? Ist das nicht traumhaft? Wow. Ja, da muss ich mir was ganz Besonderes für einfallen lassen. Auf jeden Fall. Und hier geht's weiter. Guckt euch das an. Was für tolle Papiere. Da komme ich ja gar nicht drüber weg jetzt. Oh, ich liebe ja sowas, ne? Da wäre ich ja verrückt bei, ne? Auch wieder Vellum und dann so bedruckt mit Rosen drauf. Wahnsinn. Wahnsinn, da muss ich mir echt was Tolles für einfallen lassen. Das Papier, das kann ich nicht einfach so einbauen in irgendwas. Das geht nicht. Da muss ich mir... Oh, nein! Und nochmal ein Set. Nochmal. Mit so einer Karte wieder dabei. Und einem Briefumschlag. Könnt ihr das gut sehen? Das ist ja Wahnsinn. Also sowas Schönes. Da... Boah. Die Karte... Das ist der Irre. Das ist richtig irre. Danke. Wetten, jetzt kommt noch so ein Set. Oh, nein! Ist das toll. Und auch wieder dieses Vellum. Alter Schwede, ey, wo kriegt man sowas? Das ist ja irre, ist das ja. Das ist ja der helle Wahnsinn, ist das. Wunderschön, liebe Petra. Dankeschön. Und natürlich ist wieder eine Karte dabei. Eine wunderschöne Karte. Und ein wunderschöner Briefumschlag. Richtig schön. Danke dafür, liebe Petra. Das Papier werde ich natürlich auch weiterverarbeiten. Das tolle Notenpapier, ist doch klar. Und dann möchte ich mit euch gerne... das hier auspacken. Könnt ihr das sehen? Ja. Ich versuche es vorsichtig zu machen. Ich will ja auch nicht irgendwie, dass irgendwas kaputt geht oder was. Auch die Plätze
fertig, los. Oh, Ballabü! Guck mal! Folly Girl. Oh! Basteln für die Seele. Ja. Oh, ich zeig's gar nicht in der Kamera, sorry. Ich bin so aufgeregt, tut mir leid, ihr Lieben. Guck mal, ich zitter voll, seht ihr das? Aber das ist egal, das ist so egal. Wunderschön. Guck mal, den besten aller Ehemänner. Ja, genau richtig, Petra. Der gehört nämlich unbedingt mit dazu. Ja, auf jeden Fall. Guck mal. Und sie hat es tatsächlich gemacht. Sie hat es wirklich gemacht. Ich habe ihr nämlich geschrieben. Ich sag, du Petra, ich sag, der beste aller Ehemänner, der muss aber auch mit auf die Landkarte. Könntest du vielleicht für ihn auch eins mitmachen? Und sie hat es tatsächlich gemacht. Und guckt euch mal an, was für tolle Sachen sie daran gehangen hat. Also erstmal diese wunderschönen... Ach, ich bin gar nicht in der Kamera. Ich bin so aufgeregt. Diesen wunderschönen Perlen. Also, ob ich die so in die Kamera kriege? Ja, ihr seht es. Seht ihr das? Die sind so wunderschön. Und hier diese kleinen Metallteilchen. Das ist ein Herz. Und dann wieder so eine tolle Perle. Die sieht aus wie ein Bonbon. Möchte man am liebsten gleich im Mund nehmen. ja, und hier so ein kleines Vögelchen. Ja, Vögel gehen ja immer, ne? Ja. Oh, ich liebe das. Ich liebe das einfach. Schaut mal. Und da hat sie eins gemacht. Und natürlich für den besten aller Ehemänner natürlich auch noch eins. Ist ja wohl klar. Das ist ja wohl absolut der Hammer. Oh Gott! Also hier hat sie natürlich auch diese tollen Perlen benutzt. Genau gleich. Also hat sie genau gleich gemacht mit den Perlen. Und dann hat sie auch ein Herz rangehangen, dasselbe wie an dem anderen. Seht ihr das? Ja. Und hier ein kleiner Rabbit. Ein kleiner Hase. Seht ihr den? Ja, ne? Könnt ihr sehen. Ja. Wundersüß. Und so ein Mini-Herz. Guck mal, was für ein kleines Mini-Herz da ist. Ja. Ganz, ganz, ganz toll. Ah. Oh. Das wird eine Karte, das sage ich euch. Und die Farben schon alleine. Und das passt alles so schön zusammen. Ich bin begeistert, liebe Petra. Ich bedanke mich bei dir für diese tollen gestalteten Gummibänder und für dieses tolle Pin, dieser tolle Pin. Wahnsinn. Ich liebe das einfach. Danke dafür. Und es kommt noch was, ihr Lieben. Und deswegen habe ich auch so losgeschrien. Oh mein Gott, ihr könnt euch nicht vorstellen, ich zeig's euch. Ihr könnt euch nicht vorstellen, ehrlich, wie ich mich hierüber freue. Ich habe wirklich etwas in der Hand, was Petra gestaltet hat und ich bin ein absoluter Petra-Fan. Ich bin absolut ein Petra-Fan, jedes Video gucke ich und das muss einfach. Ihr kennt das ja selber, ihr trefft Menschen im Internet, tauscht euch vielleicht ein bisschen aus und merkt, ja, dieser Mensch ist dein Mensch irgendwie, ja. Und bei Petra war das so. Und ihr könnt mir glauben, immer wenn ich ihre Videos schaue und diese wunderschönen Bücher mir angucke, oh, dann habe ich immer so ein Kloß im Hals. Am liebsten würde ich durch den Bildschirm greifen und mir die Bücher da rausholen. Weil ich es einfach so schön finde. Und wie ihr wisst, ich habe ja auch viel gelernt von Petra. Also auch von anderen, aber am meisten eben, was Junk Channel angeht, von Petra. Und auch mit Bücher machen, auch von Petra. Und ich liebe ihre Art einfach. Ich liebe, dass sie für Tiere alles einfach tun würde. Ja, sie würde für Tiere einfach alles tun. Und das ist so genial einfach und auch, wie sie lebt und was sie sagt und wie sie denkt und wie sie fühlt. Ich finde es einfach nur klasse. Und nun habe ich dieses Schätzchen hier
in meinen Händen. Oh mein Gott, ich habe es wirklich in der Hand. Ey. Ich kann es nicht glauben. Sie hat ein Buch gemacht für mich. Das wusste ich nicht. Das ist wirklich eine Überraschung. Ich habe damit niemals gerechnet. Nie, nie, niemals. Und mein Herz klopft mir gerade bis zum Hals, weil ich mich so, so, so sehr freue. Sie hat das auch mit dieser Bindung gemacht von Mike Deegan, war das richtig? Ja. Und hier auch ganz, ganz, ich weiß nicht, ob ihr es sehen könnt. Nee, ich bin gar nicht, sorry. Hier, seht ihr? Und hier hat sie sogar meinen Namen drauf geschrieben. Guck mal. Also, jetzt gucken wir uns das an. Oh, ich bin selber gespannt. Nein, oh mein Gott. Das hat sie auch nicht in der Kamera gezeigt. Ich habe wirklich ja jedes Video geguckt, dann hätte ich das ja gesehen, ob sie irgendwie was... Wahnsinn. Ich flippe aus. Echt. Zufriedenheit ist ein stiller Garten, in dem man sich ausruhen kann. Ja. Das ist ein ganz, ganz toller Spruch. Und auch eine ganz, ganz tolle Karte. Wahnsinn. Hier hat sie mir diese Engel. Sie liebt ja Engel. Ganz, ganz, ganz toll. Steht da noch was hinten drauf? Ja, da steht noch was hinten drauf. Liebe Peggy, ein Traveler's Notebook. Ah, das ist ein Traveler's Notebook. Man kann die Seiten herausnehmen und es ist viel Platz zum Schreiben. Ich soll viele Grüße von den besten aller Ehemänner bestellen. Liebe Grüße, Petra. Nicht dein Ernst. Ist das das Buch, was du jetzt gestern und vorgestern gemacht hast, Petra? Ist das das Buch? Da sind auch Rosen drauf, aber das waren andere Rosen. Da bin ich mir ganz sicher. Nee. Da waren andere Rosen drauf. Ist ja auch wurscht. Aber ich finde das so... So toll. Diese Papiere schon alleine. Guckt euch das mal an. Und auch mit dieser coolen Bindung. Alter Schwede. Ich hoffe, ihr könnt alles gut sehen. Ja, ich muss leider hier am Wohnzimmertisch machen, weil mein Handy noch nicht aufgeladen war. Und ich muss die Videos abdrehen. Wisst ihr? Richtig, richtig tolli. Oh. Wunderschön. Das ist ein Tagebuch, ihr Lieben. Das ist ein Tagebuch. Die Seite kenne ich. Das kenne ich aber ganz genau. Oh, ist das schön. Ich fresse echt einen Besen. Seht ihr? Und hier ist die Bindung. Kann man alles rausnehmen, wenn man möchte. Sich selber gestalten, wenn man möchte. Natürlich mache ich das nicht. Ist aber ganz klar. Das bleibt so, wie es ist. Oh. Wahnsinn. Seht ihr das? Ja, ne? Ihr seht das. Hier hat sie einen kleinen Tag reingemacht. Eine Rosentasche. Oh, Petra. Ein Stück Torte. Ja, die könnte ich jetzt auch essen, ein Stück Torte, liebe Petra, ehrlich. Wahnsinn. Selbstgemachten Papiere. Ah, das ist natürlich jetzt ein bisschen... Seht ihr das? Ja. Wahnsinn. Wahnsinn. Ja, das kann man echt gut als Tagebuch benutzen. Ich habe ja immer gesagt, ich kann das nicht. Ich kann das nicht als Tagebuch benutzen. Das ist auch richtig tolles Papier, liebe Petra, hier, dieses hier. Richtig, richtig schön. Irre, irre. Wieder ein Stückchen Torte. Wahnsinn. Und diese gefärbten Papiere, das ist ja irre, ist das ja. Unglaublich schön.
Das sieht auch richtig klasse aus hier. So richtig Smoothie irgendwie, so herrlich. Das Schifflein. Jetzt habe ich echt ein Tagebuch. Ich glaube das gar nicht. Ich habe jetzt echt ein Tagebuch. Das ist ja Wahnsinn. Jetzt kann ich da wirklich reinschreiben. Weil die Bücher, die ich ja mache, die sind ja voll die dicken Klopper. Und wenn man die auf dem Schoß hat, ja von mir aus kann es nicht dicker sein, ne? Aber wenn man die dann auf dem Schoß hat und so schön dekoriert hat, mit vielen Sachen vorne drauf zum Beispiel, dann ist das nicht mehr so angenehm reinzuschreiben, ne? Ja, und jetzt habe ich eins, und das habe ich auch noch von Petra bekommen, und das ist mir ganz, ganz heilig. Da werde ich schön reinschreiben. Wahnsinn. Wahnsinn. Ein bisschen schlecht zu sehen, ne? So. Toll, oder? Die Papiere, die Idee. Das ist einfach nur. Ich hoffe, ihr könnt alles gut sehen, Mensch. Aber anders ist mir leider nicht machbar jetzt gerade. Hier sind kleine Zwickelchen. Von der Daphne war das. Oh, Wahnsinn. Also ich bin hier, dieses Papier zum Beispiel, sind ja ganz viele Kaffeeflecken drauf und so. Und das könnte man zum Beispiel auch zum Doodeln nehmen. Wenn man Lust hat, setzt man sich hin und doodelt die. Und vielleicht findet man noch irgendwie ein schönes, ja, richtig, richtig toll. Wahnsinn, was es alles für Papiere gibt. Diese Bindung, die ist ja wohl mal Oberklasse. Also das ist ja wohl mal der Burner, ne? Hier wieder eine Tasche. So einen kleinen süßen Tag. Blaubeermuffin. Ganz, ganz toll. Ich bin begeistert, ehrlich. Also, das ist der helle Wahnsinn. Jetzt geht's langsam mit der Aufgeregtheit. Ja. Oh, und hier hat sie noch so einen süßen Briefumschlag. Seht ihr? Ganz toll. Und hier dieses tolle Teil hier oben. Wahnsinn. Hier hat sie mit ihrem Stoff gearbeitet. Sie arbeitet ja gerne mit Stoff. Hier drin in dem Buch, Rücken. Buchrücken, sagt man das? Ja. In diesem Spine. Ne? Richtig, richtig toll, liebe Petra. Ich bin mega happy. Ich liebe dieses Büchlein. Ich werde es ganz in Ehren halten. Und ich werde hier auch reinschreiben. Und das war natürlich ein Platz hier bei mir in meinem großen Apothekerschrank. Und ich weiß nicht, was ich sagen soll. Ich habe damit niemals gerechnet. Und dass du mir so ein tolles Büchlein machst, so ein tolles Tagebuch, da freue ich mich sehr drüber. Und natürlich freue ich mich auch über diese tollen Sachen. Also Wahnsinn, wie du das gemacht hast. Auch mit diesem schönen, wunderbaren Pin. Also das ist der Hammer. Und natürlich, ja, das darf man natürlich nicht vergessen. Diese wunderschönen Papiere. Diese Sets mit Vellumpapier, mit Briefumschlag, mit Karte. Also ich bin hin und weg. Besser kann der Tag nicht anfangen für mich. Ich danke dir, dass du mitgemacht hast. Und deine Nummer, liebe Petra, ist die Nummer 10. Ich bin mir fast sicher, du hast am 10. Geburtstag, ne? Am 10. Dezember, war das nicht so?
Und ist das ja sehr passend, dass du die Nummer 10 kriegst von mir. Ich habe mir das auch schon hier aufgeschrieben. Nein, habe ich nicht, aber der Name steht schon drin. Ich muss noch die 10 dahinter schreiben. Das mache ich gleich, Petra. Und dann würde ich dich hiermit gerne zu einer Verlosung einladen. Ja, und ich freue mich da schon drauf. Ganz, ganz dolle. Also ihr Lieben, dann sehen wir uns gleich wieder zum nächsten Video. Bis dann, eure Fussel.